Über die Hintergründe der ganzen Geschehnisse spreche ich jetzt mit Frank Überall. Er ist Vorsitzender des DJV, des Deutschen Journalistenverbandes. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag. Ja, also eine Veröffentlichung in der New York Times sorgt ja letztlich dafür, dass der Chefredakteur einer großen Boulevardzeitung, der Bild-Zeitung, gefeuert wird. Was ist das eigentlich für ein Bild, das damit auf die deutsche Presse geworfen wird? Ein sehr trauriges und auch ein sehr unprofessionelles, weil es waren ja Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland von der Ippengruppe, vom dortigen Investigativteam, die eigentlich diese Fakten recherchiert hatten, die sie aber nicht veröffentlichen durften. Und das hat seinen Weg in die New York Times gefunden. Die Kolleginnen und Kollegen waren auch so mutig, einen offenen Brief zu schreiben an ihren Verleger, also an ihren eigenen Chef, und sich darüber zu beschweren. Sie haben gesagt, wenn es denn juristische Gründe gäbe, dann könne man das gut nachvollziehen. Aber das war ja nicht der Fall. Es war eben tatsächlich nur geschmäcklerisch. Der Verleger hat gesagt, er wolle sich nicht mit der Konkurrenz anlegen. Und das ist ein Verstoß gegen die innere Pressefreiheit in diesem Medienunternehmen mitten. Jetzt haben wir über Deutschland gesprochen. Wir hatten gerade in Österreich auch Geschichten, wo also offenbar Presse sich verwickelt hat mit Politik. Kann man da insgesamt von einer Art Trend sprechen? Ändern sich die Zeiten? Naja, zumindest ändern sie sich so, dass solche Fälle deutlich öffentlich werden, kritisch diskutiert werden und dann eben auch Folgen haben. Das ist schon auch eine neue, klare Qualität. Und ich meine, das muss auch sein. Wir haben es gerade gehört, auf dem US-amerikanischen Markt ist Axel Springer jetzt auch aktiv. Und die US-amerikanischen Behörden und auch die Gesellschaft schauen natürlich zum Teil auch genauer hin. Wir kennen zum Teil horrende Schadenersatzklagen aus den USA. Und wenn es hier um Compliance-Regeln geht, da ist man ganz besonders vorsichtig. Und mit KKR ist ein Investor eingestiegen in den Axel Springer Verlag. Und der guckt natürlich auch besonders hin. Und wenn dann auf dem Heimatmarkt entsprechend dieses Investors berichtet wird, ist das problematisch. Und natürlich müssen auch wir hier in Deutschland uns bewusst machen, Matthias Döpfner, der Chef des Axel Springer Verlags, ist ja auch Präsident des Bundesverbandes der Zeitungsverleger und Digitalpublisher. Und wenn man dort solche Dinge eben möglicherweise aussitzt, wenn man dort eben compliance-mäßig nicht anständig damit umgeht, hat das Auswirkungen, hat das Ausstrahlung international. Insofern ist es gut, dass es jetzt einen Schlusspunkt gibt. Das Ganze muss aber auch weiter aufgearbeitet werden. Und zu dieser Aufarbeitung gehört dann nicht, dass so ein Whistleblower, also Menschen, die abweichendes Verhalten angeprangert haben hinter den Kulissen gegenüber den Medien, dass man die jetzt verfolgt. Genau das hat Axel Springer in seiner aktuellen Presseerklärung aber angekündigt. Mhm. Und insofern glaube ich, das Ganze wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Genau, da wollen wir noch mal jetzt so ein bisschen Stück für Stück drüber sprechen. Die Whistleblower hatten Sie gerade angesprochen. Ich würde gerne sogar noch mal einen Schritt vorgehen und noch mal ganz klar sagen. Also die Vorwürfe gegen Reichelt, die sind ja im März publik geworden in diesem Jahr. Und dann hat man eben dieses Compliance-Verfahren angestrengt und hat ihn dann sozusagen in seiner Position belassen. Er hat noch eine Kollegin zur Seite gestellt bekommen. Das Argument war ja dann an der Stelle, dass es auch nicht strafrechtlich Relevantes gegen ihn vorliegt. Ist das eigentlich dann dieser Punkt des Strafrechtlichen ein funktionierender Maßstab in solchen Fällen oder müssten dort andere Maßstäbe geben? Denn offensichtlich hat das ja nicht wirklich funktioniert. Nein, aber es hat ja jetzt auch nicht funktioniert. Es geht ja immer noch nicht um Strafrecht. Natürlich, wenn ich meinen Chef anlüge, dann ist das blöd, aber ist jetzt noch nicht unbedingt strafrechtlich relevant. Und die Unwahrheit gesagt, was eben jetzt gerade im Beitrag auch als Zitat des Verlagshauses Axel Springer ja erwähnt wurde, das ist genau das, was hier passiert ist. Das ist der Grund, warum er jetzt gehen muss. Aber klar ist auch, wir brauchen im Journalismus, auch in einem guten Boulevardjournalismus, richtig gute Journalisten und Journalisten. Und wer soll denn? Es soll sich ja vor allem auch um junge Frauen, um Volontärinnen und Volontäre gehandelt haben, nach dem, was man aus den Berichten bisher weiß. Wer soll denn noch in diesen Beruf kommen, wenn solche Sitten einreißen würden? Wenn so etwas üblich wäre, wenn man Angst haben müsste in den Redaktionen, dass ein solcher
Machtmissbrauch oder mutmaßlicher Machtmissbrauch tatsächlich stattfindet. Nein, das darf nicht passieren. Wir müssen aufpassen, dass dieser Beruf eben auch ein seriöser Beruf bleibt. Wir haben genug andere Baustellen, wo wir uns gegen Lügenpresserrufe oder ähnliche durchsetzen müssen. Und da macht es nur überhaupt keinen Sinn, in den Redaktionen jetzt ein solches Klima der Angst zu verbreiten und jungen Kolleginnen und Kollegen dort nicht die Chance zu geben, schlicht und einfach professionell ihren Job zu machen. Da geht es nicht nur um Strafrecht. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit. Ich würde aber gerne dann einmal noch mal von Ihnen, Herr Überall, wirklich ganz klar verstehen. Sie haben gesagt, Springer ist jetzt unter Beobachtung auch aus den USA. Und gleichzeitig dann aber dieser Move sozusagen nach vorne in die Verteidigung zu gehen und sagen, also wir wollen gucken, dass wir da keine Whistleblower haben. Wie passt das zusammen? Aus meiner Sicht gar nicht, zumal auch in Deutschland die Whistleblower-Richtlinie der Europäischen Union umgesetzt werden muss. Da müssen eigentlich alle Medienschaffenden zusammenstehen, dass uns als Medienschaffenden, zum Beispiel auch der EPEN-Investigativgruppe, solche Dinge zugetragen werden, sei es jetzt über Behörden, über Regierungen, über Unternehmen oder auch über Medienunternehmen. Das ist das Eigentliche, wofür wir uns einsetzen müssen und nicht das Verfolgen von innerhäuslichen Kritikern. Okay, da braucht es eine neue Kultur. Ich danke Ihnen, Frank Überall. Gerne.